Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode und heute, ihr seht es bereits im Thumbnail und im Titel und natürlich auch hier in diesem Team, geht es um gleich zwei Inform-Spieler. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Links in der Videobeschreibung zu Randrun, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter für weitere Unterstützung. 1000 Likes wären mega krass, 700 sind mein angestrebtes Ziel. Vielleicht packt ihr das ja, würde ich mich sehr darüber freuen. In den nächsten Episoden eventuell wieder mit ein bisschen teureren Spielern, je nachdem, wie ich das Ganze hinbekomme. Aber heute haben wir zwei sehr interessante Informs und zwar einmal einen Spieler, der bei 96 im Gespräch war und ein, der zwar nicht so krass aussieht, als wenn man erstmal an sich anguckt, aber wenn man so auf die genaueren Details achtet, doch ziemlich, ziemlich gut ist. Dazu ein sehr interessantes Team und wir gucken das Ganze einfach mal an. Tor haben wir Ron Robert Zieler, davor Rüdiger Westermann, die Legende, zusammen mit Ashley oder Cashley Cole, Daryl Janmar, Silva Morveau, dann Digan, Fofana, Botea, der erste in Form, der andere ist Lukas, oder wer ist denn mit Vornamen? Doch, Lukas Perez und rechts haben wir Pedro Leon für die Flanken. Perez 1,80 groß, hoch mit Arbeitsraten, 4-Star, Weakfoot, Linksfuß 79, Tempo 80, Dribbling 78, Shooting 80, Passen 74, Physis, ist ursprünglich 10er, merkt man auch an den Werten, die sind sehr balanced und sehen sehr, sehr stark aus. Und Botea sieht auch richtig stark aus, 82, Tempo 78, Shooting 75, Passen 80, Dribbling 60, Physis, leider keine Forster Skills, 1,68 groß, auch Linksfuß, aber dafür auch keinen 2-Sterne Weakfoot, sondern 3-Sterne Weakfoot immerhin. Ich denke mal, die beiden können ziemlich gut abgehen. Ich hätte natürlich auch andere Spieler aus dem Team of the Week benutzen können, die vielleicht nicht ganz so teuer sind, beziehungsweise so sind, dass ich mir gerade noch leisten kann. Ich denke mal, ihr wisst mittlerweile die Problematik, aber Icardi fand ich persönlich nicht so interessant wie Perez, weil, keine Ahnung, 2-Sterne Skills, der sieht für mich einfach nicht so stark aus. Chicharito war zu dem Zeitpunkt gerade, als ich ihn kaufen wollte, so ein bisschen kritisch bei mir. Konoplyanka, ja, wäre auch möglich gewesen, war mir zu teuer und Swellback hat in seinem Video schon alles über ihn gesagt. Henderson hat mir da nicht gefallen und auf der Bank haben wir keine Spieler mehr, die wirklich sinnvoll wären zum Review bzw. für Deal. Aber abgesehen von Mitrovic, den ich eventuell in irgendeiner Episode noch bringen muss, weil es ist ein Newcastle-Spieler und wenn jemand in Form bekommt, sollte man das auch würdigen. Ich würde sagen, ich suche einfach mal einen Gegner und wir sehen uns gleich wieder, mal sehen, ob der mit diesen beiden Informs dealen kann. Während Perez aufgrund seiner 10er-Position, ich richte mal das Mikrofon, nur, oh, starkes Team, Premier League vor allem Liverpool und Juve. Könnte interessant werden. Während Perez leider nur 78 Finishing hat, aufgrund dessen, dass er halt ursprünglich 10er ist, halt Botea. Ja, ich gucke nochmal vorsichtshalber nach, aber ich glaube, er hat sogar über 80 Finishing. 82 müssten es gewesen sein. 84 sogar. Also sieht ziemlich nice aus dazu. Gute App-Ratings, das heißt 82 Agility, dazu 85 Balance, 82 Acceleration. Ich denke mal, das könnte wirklich gut funktionieren, wenn es natürlich nicht einfach wird, aber gerade weil wir Flügelspieler haben, gegen so eine enge Formation. Mal schauen. Da ist ein schöner Doppelpass und da ist er schon mal davon. Der Botea setzt sich auch durch gegen John Terry, ist nämlich schneller als der. Jetzt die Flanke auf Perez in der Mitte, 1-0. Genauso will ich das noch sehen. Meine beiden Informs machen hier genau das, wofür sie da sind. Und zwar das 1-0, den Führungstreffer. Und das war richtig schön gespielt vom Botea, kann man nichts gegen sagen. Schön gelaufen und dann Perez mit dem Kopfball. Ich habe übrigens meinen Controller letztens kaputt gemacht, aber das Gefühl, die Taste, die LT-Taste funktioniert nicht so. Ihr hört es hier gerade. Jetzt hängt ihr ganz fest. Na super, das wollte ich natürlich auch nicht. Muss ich mal gucken, was ich da mache. So, da haben wir Pedro Leon, der ist zwar langsam, aber der Vorteil bei dem Jungen ist, während er gerade einen Einwurf rausholt, dass der halt 86 passen hat und das sind echt schon, oh, nice Werte, das war jetzt ein schlechter Einwurf. Aber Heiko ist ja da. Oder auch nicht, denn Rüdiger macht den Fehler und Tevez eingewechselt, allein auf weiter Flur, aber Ashley Cole ist da. Fofana, kein schlechter Versuch von unserem französischen. Wie komme ich auf Portugiesisch? Keine Ahnung, auf jeden Fall von unserem Olympique Lyon zentralen Mittelfeldspieler. Perez riecht den Braten. Jetzt der Chop vielleicht. Nein, er macht einen Fake-Shot, legt in die Mitte. Botea ist da, schwacher Fuß. Der Pfosten rettet erstmal, aber noch ist die Szene nicht vorbei, denn Pedro Leon kriegt den nochmal und Perez ist in der Mitte. Flanke kommt, aber der Kopfball nicht. Botea, der macht den rein im zweiten Versuch. Gerade eben mit dem Schwachen gescheitert, dieser mit dem Starken drin, das Ding. Und genau deswegen, Freunde, liebe ich diese unterschätzten Informs. Denn Informs sind dieses Jahr einfach mega geil. Weil jede einzelne Informkarte ihren speziellen Flair hat. Man merkt einfach, wenn man mit Inform spielt, weil die besser sind als die normalen Karten. Und sogar so ein Inform-Botea kann schon besser sein als so eine, ja, 86er Tevez-Karte beispielsweise. Natürlich nicht zwingend, wenn Tevez hier gerade durchgeht, sollte ich das vielleicht nicht zu laut sagen. Aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Diese Informs sind einfach immer krass, beziehungsweise immer ein bisschen krasser. Und das heißt auch diese Budget-Inform, gerade weil es Budget-Informs sind, beziehungsweise Preis-Leistungs-Verhältnis super ist, kann man die halt super spielen. Von daher immer wieder begeisternd. Und vielleicht direkt das nächste Tor nehmen. B
Boom, Fofana gegen den Pfosten. Schade, der hat auf jeden Fall gute Longshots, wie wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen haben. Aber noch steht's nur 0-2. Oh, Leon mit dem perfekten Pass auf Perez, der legt nochmal rüber, Boté, ja, ist da, 3-0. Natürlich, in gewisser Weise ein bisschen sweaty, aber ich habe einfach gesehen, dass Perez da noch eingeholt werden würde hier. Das wäre einfach zu riskant gewesen, da abzuschließen, weil er ja auf dem linken Fuß den Ball haben müsste. Und dann legen wir einfach rüber und Boté, ja, macht den Doppelpack. Das war wunderbar gespielt und das sind auch keine sweaty Goals, die irgendwie nur durchpacen und dann links sind, sondern schön gespielt. Und das finde ich schön. Bumm. Ja gut, das war jetzt eine starke Antwort, ich weiß gar nicht, wer das war. Doch, klar, war Benteke, keine Frage. Ja gut, das war unglücklich da, naja, von mir aus. Ich glaube übrigens, doch, die LT, das funktioniert. Perez will einfach keine Jobs machen. Doch, jetzt, jetzt haben wir. Wie kann das denn gerade kein Foul gegen die Gar gewesen sein? Jetzt läuft der Konter und dann ist Tevez allein auf weiter Flur und der sweatet auch. Ja, und macht jetzt das 3-2. Aber das war ja wohl ein eindeutiges Foul da im Mittelfeld an die Gar. Das verstehe ich wieder nicht, wieso das, naja. Scheiße. Boom, die Gar mit dem 4-2. Ich habe ihn wieder rankommen lassen und dann kommt der nächste Longshot. Und zwar von meinem französischen Liebling. Ich habe den ja in meinem Budget-Team ganz am Anfang gehabt. Den Mann von Betis Sevilla. Und da hat er mir schon richtig gut gefallen, weil der torgefährlich war bis zum geht nicht mehr. Und hier zeigt er unter anderem warum. Richtig schönes Teil. Kannst du so machen. 4-2. Weiter so. Nicht wieder rankommen lassen. Das wäre nicht gut. Ist unfassbar, wie der einen Schuss hat und sofort das Tor macht. Das geht mir tierisch auf die Nüsse. Das war wieder ausgekontert, vor allem beim Stand von 4-2, was niemals passieren darf. Digan mit dem nächsten Tor, diesmal per Kopf erfolgreich. Und somit haben wir den alten Abstand wiederhergestellt, das fünfte Tor. Und das zweite von unserem französischen zentralen Mittelfeldspieler. Schöne Ecke von Botea, der gefällt mir richtig gut, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und die nächste Bude. So, jetzt aber wirklich nicht mehr rankommen lassen, das sagt sich so einfach, aber wir versuchen es trotzdem. Schöner Roulette-Spin. Schöner Ballrolljob oder so. Und Foul. Oh, Lukas kann anscheinend Freistöße. Und zwar relativ gut mit 86 Präzision. Hat man jetzt nicht zwingend gesehen, aber das mag auch daran liegen, dass ich die teilweise echt verkacke. Warum auch immer, weil zwei Balken und linken Stick nach oben ist normalerweise eine idiotensichere Methode, aber irgendwie. Ja, das war dumm, ihn rauszuholen, aber zum Glück macht Tevez die Flanke schlecht und Rüdiger. Also Rüdiger und Westermann ist auch eine sehr mutige Innenverteidiger-Kombination, muss man dazu sagen, ne? Selbst in FIFA. Aber bisher war Westermann wirklich der stabilere. Ball auf Boté, ja, der lupft und hart ist leider da, weil ich ein bisschen zu wenig Druck reingelegt habe, aber die Ecke kann er ja trotzdem schön reinbringen. Ach nee, das war Lukas Perez, der vorhin die Ecke geschlagen hat, gar nicht Boté, ja, kannst mal sehen. Aber jetzt bringt er sie auch mal, wo? Schade. Oh, da wäre nochmal die Kombination Boté und Lukas Perez gewesen, aber so leider nicht. Wir schlagen ihn mal flach nach außen und warten auf Mavo. Schade. Da rutscht er am Ball vorbei, das dürfte die letzte Szene der Partie sein. Das ist nochmal Fofana, Hart ist draußen, Flanke kommt, Kopfball auch. Ne, da ist Perez, Tor. 3-6, sehr schön. Also Perez macht auch seinen Doppelpack und das in der 90. Minute, das ist natürlich ideal. Die Fans des Gegners sind bedrückt und ich freue mich, dass diese Episode wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist und das Team auch wirklich genauso performt, wie ich mir vorgestellt habe. Die beiden Informs, denke ich mal, brauchen wir nichts zu sagen. Das ist wunderbar, wie die spielen. Nochmal ein Distanzschuss von Tevez, den Zieler fängt und damit war es das von dieser Episode von Deal With. Der Gegner hat es nicht geschafft, mit unseren beiden Informs zu dealen und das zeigt wieder einmal, dass diese Budget-Informs bzw. diese Preis-Leistungs-Verhältnis mäßig guten Informs, die einfach Stats haben, die mich überzeugen und die ja zu meiner Vorstellung von Informs passen, einfach auch wirklich gut sind. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich denke mal, für diese 6 Tore kann man schon mal 600 Likes raushauen, vielleicht kriegt er das ja hin. Der grüne Daumen ist da unten irgendwo, da müsste er sein. Ja. Und
ja, das war's dann von dieser Episode. Abschließendes Resümee noch zu den beiden Informs. Ich würde Botea auch aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses und aufgrund dessen, dass es nicht so viele linke Mittelfeldspieler aus Frankreich gibt, eine 8,5 geben. Leider keine Four-Star-Skills, sonst wären das für mich sogar 9 bis 9,5, weil der wirklich auch für den Preis sehr, sehr stark ist. 9,4er Bewertung und Lucas Perez würde ich eine 8 geben. Ja, bis 8,5. Vielleicht nicht als einzelne Spitze, weil er halt sein Finishing nicht so hoch ist. Aber ansonsten wirklich ein extrem starker Stürmer, kann man nichts gegen sagen. Forster-Skills, eigentlich alles, was man braucht. So, er kann köpfen, der kann passen, der kann schießen, der kann dribbeln. Also 8 bis 8,5 für diese beiden. Jeweils, ich glaube, jeden eine 8,5, weil Perez halt 2 Tore gemacht hat und dazu noch 3 Vorlagen. Und Botea auch eine Vorlage. Denke ich mal, kann man das so machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Team of the Week wird einen interessanten Deal-With-Spieler oder interessante Deal-With-Spieler liefern. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.